Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play zu Team Indy mit mir, dem EditLP. Ja, in der letzten Folge hatten wir jetzt endlich mal Marvin kennengelernt, Jitters und natürlich Commander Video. Ja, wir sind jetzt hier bei Level 7.1? 7.2? Wir machen mal 7.1. Das klingt erstmal ganz plausibel. Nach Level 6 sollten wir erstmal 7.1 machen. So, was haben wir denn hier hinten? Nicht sehr viel. Okay, hab kapiert. Da kommen wir jetzt so erstmal noch nicht dran. Jetzt ist die Frage, was könnten wir hier gut gebrauchen? Wir könnten hier ganz gut den netten Herren gebrauchen. Da könnten wir dann den Meatball gebrauchen. Ich bin daneben gesprungen. Oh Gott. So, machen wir erstmal das. Los. Bau mir den Weg. So, jetzt baust du mir da so eine schöne Plattform hin. Ja. Ich muss nur draufstehen, genau. Also ich stehe total auf die, aber ich muss nur draufstehen und dann ist alles cool. Ja, hier könnte ich jetzt ihn schon wieder gebrauchen. Wie? Oh Gott, wie? Werde ich jetzt einfach hier jetzt das... Stimmt ja, der... Oh Gott. Das ist eklig, Leute. Das ist eklig. Moment, wir gehen mal noch einen Schritt zurück. Wir machen das Ganze mal so, dass wir die liebe Schmusekatze auslassen. Weil... Ja, doof. Alles doof gelaufen jetzt, würde ich schon wieder sagen. Nee, das ist jetzt echt eine gute Frage. Aber ich glaube... Nee, hä? Bin ich jetzt blöd? Nee, jetzt mal ernsthaft. Was mache ich jetzt falsch? Also, ich mache das jetzt so. Hab jetzt das Ganze eingesammelt. Hab jetzt das. Und sag jetzt so. Okay. Kann aber jetzt keine Plattform mehr machen. Also wechsle ich doch jetzt logischerweise zur Katze. Hüpf jetzt am besten... Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil das jetzt zeitlich nicht passt. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch gerettet. Scheinbar nicht. Oh, oh, oh. Moment, wir müssen das hier leider nochmal machen. Ups. Wir müssen das hier scheinbar echt nochmal machen. Hier könnte ja dann der Commander durchhüpfen. So, und jetzt probieren wir es nochmal. So, rutschen. Genau, jetzt klappt es. Wow. Toll, jetzt habe ich das eine Ding nicht eingesammelt, weil ich erschrocken war. Wow. So, und jetzt gehen wir nämlich mit der lieben Kitty rüber. Wir, wie sagt man so schön, wir scheißen einfach mal jetzt auf die paar Robine. Ja, aber letztendlich war das auch jetzt doof. Doof. Oh, bitte sag, du kommst nochmal zurück. Dann kann ich wenigstens von hier unten drauf springen. Oh, danke. Nebenbei ganz kurz wieder eingesammelt. So. Nein, noch einmal bitte. So, wir machen dann hier, lassen da ein bisschen Zeit. Hüpfen hier. Lassen da ein bisschen Zeit, hüpfen hier. Och, was soll denn das? Jetzt wird's aber gerade echt ein bisschen peinlich. So, diesmal aber. Du springst nämlich irgendwie schon viel früh. Nein. Zurückspulen. Wir müssen das jetzt echt nochmal machen. Oh. Egal, kriegen wir hin. Diesmal. Spur ein bisschen vor. So. Okay. Das Ding ist, wir
Ich will gerne, bin ich ganz ehrlich, so viele Schätze wie möglich bekommen. Das ist jetzt für mich gerade so ein kleines Ziel. Okay, jetzt darf ich das nicht echt nochmal machen. Nur weil ich jetzt nicht mehr an die Katze rankomme, oder? Nee, es ist echt so, ich darf es jetzt nochmal machen, weil ich nicht an die Katze komme. Oder ist hier irgendwo noch eine Katze, die ich nehmen kann? Ich darf es nochmal machen. Mann! So, diesmal. Ups. Wir machen es nochmal. So. Jetzt will ich es aber richtig. Diesmal machen wir es richtig. So, hier ein bisschen Zeit lassen. Hier perfekt abpassen. Hier ein bisschen vorspulen. Mich interessiert jetzt gerade, ob er das Vorspulen denn dann auch macht. Jetzt bei dem nächsten Durchlauf. So, hier haben wir das. Nee, das Vorspulen macht er hier dann nicht. Okay. Gut zu wissen. Finde ich gut. Aber manchmal ist es ja echt nur, um ein bisschen Zeit zu sparen. So, jetzt. Bam. Müssen eigentlich ganz schön viele haben. Ja, ich wusste es. War mal ein bisschen komplizierter, aber hat Spaß gemacht. Ich überlege gerade, wir haben jetzt noch gar nicht 7-2 gemacht. Also wir machen manche Level gar nicht, oder sehe ich das gerade falsch? Hier zum Beispiel 4-2 haben wir auch gar nicht. Also wir machen erstmal die ganzen normalen Level und dann mit den Zweier, das machen wir irgendwann am Ende nach den jeweiligen Bosskampf, würde ich sagen. So, ich... Wow, ich wollte gerade echt versuchen, rüber zu... Ah, so denkt ihr euch das. Okay. Wie lieb, wie lieb. Oh Gott, das geht doch sowas von in die Hose. hab verstanden, ja. Okay, okay. Und hier wollt ihr Schweine, dass ich rutsche. Das ist echt eng bemessen. Aber... Okay, aus dem Rutschen sollte man dann wirklich dann nicht versuchen, noch irgendwas zu reißen. Das bringt nämlich einem nicht wirklich viel. Uhu. So, und jetzt... Der Commander macht natürlich einiges kaputt. So, und du machst jetzt dann hier das Ding auf, oder was? Ah, okay. Scheiße. Wir nehmen ihn einfach... Wir nehmen ihn einfach mal direkt. Okay. Scheiße. Verkackt, wie man so schön sagt. Verkackt. Noch einmal, so, wir wollen ja... Wir wollen ja möglichst viel holen. So. Und jetzt am besten Kitty. Wie kriegen wir jetzt Kitty? Hä? Hä? Wir vergessen das Ganze da und holen dann hier Kitty. Nee, können wir nicht. Was? Wir müssen hier Plattform bauen. Sehe ich das richtig? Weil wir ansonsten mit Kitty nicht weiterkommen. Ah, danke, dass ihr mir das jetzt so gezeigt habt. Jetzt fühle ich mich ja gleich noch dümmer. So, jetzt muss ich nur warten, bis die Plattform auftauchen. Und dann schnell reagieren. Das war's von wegen schnell reagieren. Was meint ihr, habe ich noch Zeit, mir eine Zigarette anzumachen? Ich hoffe es. Oh Gott.
Ich hätte es schaffen. Nee, das ist doch echt knapp bemessen. Da habe ich doch dann schon wieder Scheiße gebaut, wo ich mit Jetters dran war. Oder ich. Passt das? Oh Mann, das hätte echt noch klappen können. Man kann es noch retten, man kann es noch retten. Eindeutig. Wuhu. Ich muss halt echt springen, wenn ich sehe, dass er angesprungen kommt. Nein, zu früh. Ich hab gedacht, ach, mir fällt jetzt erstmal auf, wenn Marvin stirbt, dann kommt noch so ein Miau Geräusch. Wie süß. Na komm, spring. Oh, das wär's gewesen. Wofür haben wir meine Zigarette dann gemacht? Die ist schon wieder ausgegangen. Ah, klappt doch schon wieder nicht. Es hätte doch noch klappen können. Was? Mann, was ist los? Was ist los jetzt hier? Das verstehe ich gerade nicht. Nur ich habe jetzt keine Lust, das nochmal zu machen, was, denke ich, verständlich ist. Man versucht dann aus den Fehlern, die man gebaut hat, noch was zu retten. Und das haben wir... Auch jetzt ernsthaft? Hätte ich das gewusst, ey. Doof. Aber naja, kann man nichts machen. Da haben wir jetzt leider eine Kiste übersehen. Ah, okay. So läuft das also. Man hätte jetzt natürlich noch mehr dieser schönen Edelsteine einsammeln können, aber solange ich nicht weiß, wofür ich sie brauche, sammle ich die auch nicht. Oh, ich hätte zweimal drücken können. Ich dachte, das wäre jetzt nur für einmal. Vielleicht sollte ich... Oh, ich sollte das vielleicht auch auf Super Meat Boy ein bisschen klassifizieren. So, probieren wir es mal mit Meat Boy, oder was meint er? Ah. Ja, wir probieren es jetzt mal mit Meat Boy, komm. Meat Boy sag ich schon. Mit dem Bitrip Runner natürlich. Oh. Ein bisschen doof gesetzt, den zweiten. Aber man kann es, glaube ich, retten. Ja, kann man. Ah, doof. Okay, also... Das sagt uns, wir machen das mit, Kitty. Schade. Hätte jetzt gerne den Commander auch mit ins Ziel gebracht. Aber wenn ich mir das Ganze hier ein bisschen verspiele, dann... Bin ich da leider selbst schuld, ne? So, und dadurch, dass ich jetzt da durchgehe, geht das hier runter. Genau, und... Kann ich hier noch was finden? Nein. Okay, dann gehen wir verkehrt rum ins Ziel. Wow, dafür, dass ich echt so gut wie nichts eingesammelt habe, lief es eigentlich von den Edelsteinen her ganz gut. Oh, und das sieht mir nach einem Bosskampf... Ne, Bosskampf sei schon. Das sieht mir nach Crank aus. So, da haben wir ihn. Hey, Crank. Ich habe von deinen erstaunlichen Explosionen gehört. Huh? Ich war gerade auf dem Weg zur Basis und plötzlich... Ja, ich denke, das war meine Schuld. Siehst du die Hindernisse? Kannst du sie für uns in die Luft sprengen? Sicher, Crank ist immer bereit für ein bisschen Action. Oh, wie cool. Sie haben das auch echt so wie bei Orson House gemacht. Okay, ich will jetzt aber erstmal kurz gucken, ob hier noch was ist. Oh. Angst? Angst, ja. Was? Zum Vorspulen, aber... Hier passiert ja nichts. Ich hab Scheiße gebaut, ich hab's kapiert. Nur auf jeden Fall nochmal mit den guten Herren. Crank? So... Könnten vielleicht hier ein bisschen Leben gebrauchen. Müssen jetzt mal hier gucken, dass wir hier wieder ein bisschen Leben dazu kriegen. Genau, dann haben wir jetzt nämlich das aktiviert. Und jetzt kommen wir doch bestimmt irgendwie hier hoch und können doch bestimmt das hier auch aufsprengen. Perfekt.
Perfekt. Ah, jetzt verstehe ich das Problem an der ganzen Geschichte. Nee, verstehe ich nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Oh. Das wollen wir doch liebend gern haben. So, und jetzt das Ganze nochmal mit der süßen Kitty. Ich denke, ich will immer Einhorn-Kitty zu ihr sagen, aber das ist vollkommener Schwachsinn. Wow, ich verarsche mich selbst, wie schlimm. Doof. Nee, Moment. Doch. Nein. Ich muss mich nur hier draufstellen und warten. Clank regelt das schon. Na, Clank? Boom. Ich wusste es. So. Dann kann ich nämlich jetzt hier schon direkt hier rüber hüpfen. Und einfach nur noch warten, dass ich den Schatz einsammle. Das ist wieder so ein Level, was mir gefällt. Schön simpel. Yay! Wir haben wieder was. Jetzt sammeln wir noch kurz hier. Blub. Wenn wir jetzt ganz pfiffig sind, sammeln wir auch noch ganz kurz das hier ein. Aber wir kriegen ja eh nicht alles, weil ich beim Runterfallen leider nicht so gut war. Aber trotzdem, immerhin haben wir 20 von 30. Ja, und nun haben wir schon echt eine kleine Bande zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze echt schwierig werden kann, wenn wir dann auf einmal echt hier mit 10 Charakteren in ein Level rumhampeln müssen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das war auch nämlich schon wieder die nächste Folge von meinem Let's Play zu Team Indie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr bisher von dem Spiel haltet. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Team Indie mit mir, dem EditRP. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.